Hallöchen Leute, ich heiße euch wieder mal willkommen zurück zu Pokémon Schwarz. Im letzten Part haben wir das ziemlich coole Victini-Event gemacht, also falls ihr es nicht gesehen habt, schaut das euch mal an. Und in diesem Part schauen wir mal, wo die Arena sich so aufhält. Und ich habe jetzt übrigens auch gerade eben noch meinen Pokéball-Vorrat ein bisschen aufgefrischt. Also ich habe jetzt insgesamt wieder 10 Superbälle und 15 normale Pokébälle. Sonst vergesse ich das nur, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte. Was? Das war auch die Arena, oder? Was ist denn das? Das ist... Hauptsitz automatischen Passanten, Umfrage. Oh Gott, nein. Nein, nein, nein. Ich mache keine blöde Umfrage. Da ist die Arena. Hi, Arena. Kann ich in dich rein? Ja, ich kann da rein, aber was sagst du? Och, Sharon. Ich hasse dich, Sharon. Warum lässt er mich nicht in Ruhe? Und warum legst du dir nicht mal einen männlicheren Namen hinzu? Das ist doch Schwachsinn. Hi, ich glaube, das sollte ich kurz mal lesen. Art Viva sagt, du bist das, Ewigenwald, okay. Einen Augenblick warten. Team Plasma, wieder aufgetaucht. Begleiten zum Pier, okay. Ich darf noch nicht in die Arena. Wir müssen erst nochmal Team Plasma das Handwerk legen. Hat ja nicht gereicht, dass wir es schon bei dem Victini-Teil da gemacht haben, also mit dem Turm. Und ich glaube, ich sollte auch jetzt einfach mal Too Spooky vor mir an die erste Stelle setzen. Es braucht ein bisschen Training. Sind zwar ein bisschen langwierig, die Kämpfe mit Too Spooky for Me, aber meine Güte. Es muss auch mal ein bisschen stärker werden. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis was halbwegs Brauchbares lernt. Ich bräuchte ein paar TMs. Oh, sogar richtig abgebogen. Oh yeah, hier entlang. Okay. Hi. Mann, Arti ist auch so ein Trottel. Ich mag ihn nicht. Wer bist denn du überhaupt? Du bist dieses komische Höhlenmenschenmädchen, oder? Ja, genau. Dich meine ich. Mit den lila Haaren. Und den Knochen in den Haaren. Nein, keine Knochen, aber... Sie hat schon was von dem Neandertaler. Oh nein, ein Team Plasma-Typ. Hi. Was zum Kuckuck habt ihr hier verloren? Nein, was willst du denn tun? Na, weg ist er. Los, Immobilien-Dieben nach. Du bleibst bei den Mädchen, okay. Quatsch mich bitte nicht voll, wir haben keine Zeit für sowas. Wir haben keine Zeit für sowas. Okay, danke. Die Fieslinge von Team Plasma. Wo würde ich mich aufhalten, wenn ich ein Fiesling von Team Plasma wäre? Aber ich bin jetzt unsicher, waren die irgendwo da draußen bei der Wüste oder... Moment. Kann es sein, dass es doch Schwarz und Weiß 1 waren, also der Teil, wo man sich da in der Kanalisation rumtreiben muss? Wenn ich richtig liege, war der Eingang dazu hier irgendwo. Nee, hier nicht, da ist so ein riesiges Schiff. Sieht mir auch wieder nach einem Event aus. Die restlichen Events werden wir uns dann übrigens auch mal dann anschauen, wenn ich das Spiel durchgespielt habe und vom Level her auch bereit bin dafür. Da könnte ich mir zwar das Zeug auch schon dafür holen, aber es bringt nichts, wenn wir gegen einen Level 98 Deoxys antreten oder so. Kann ich ja nichts machen. Also mein Team tot und dann habe ich verloren. Das wäre ziemlich uncool, deswegen alles zu seiner Zeit. Okay, ich glaube, ich muss in die Wüste vor. Geht mir mal alle aus dem Weg. Verdammt, und hier ist irgendwo der Fahrradladen. Ich bin mir so sicher. Ich habe immer noch nicht nachgeschaut. Mache ich dann zwischen diesem und dem nächsten Part. Wirklich. Außer ich denke nicht dran, aber ich hoffe doch mal. Will ich euch finden? Ja, hi. Okay, ja. Ja, gut, warum nicht? Also bei diesen Choreografen mit so, da verstecken sich insgesamt 3 Stück in der Stadt. Und wenn man die 3 gefunden hat, dann bekommt man irgendwas. Ich weiß auch nicht mehr was. Man bekommt irgendwas ganz Nützliches geschenkt. Und ein Zytomega. Hallo, Zytomega. Was hältst du denn von Erstauner? Das wird so erstaunlich. Ja, erstaunlich wenig Schaden. Aber gut, wenn du uns zurückschreckst, dann sollen wir es nur ganz recht sein. Bam! Schreckst du wieder zurück? Ja, okay. So können wir das weitermachen. Die KI ist nämlich so klug, dass er wahrscheinlich jetzt immer denselben Angriff versucht zu machen. Dann schreckt er immer weiter zurück. Nein, da ist Charme. Okay. Hat sich erledigt mit dem physischen Angriff. Hat sich erledigt. Okay, Psi-Welle. Boom! Naja, es ist einfach nicht so stark, die Psi-Welle. Aber ich glaube, von sowas wie Lichtschild sollte die auch nicht betroffen werden. Und meine Fresse, du wirst hier gerade richtig zu einem Tank. Spezialangriffe machen kaum Schaden und mein normaler Angriff ist auch gesenkt. Nicht schlecht. Bringt sogar ein bisschen was. Das ist uncool. Und hör auf, mich hier anzuschamen. Entweder du machst richtig Schaden mit deinem Angriff oder lässt es gleich bleiben. Ja, dann übernimm mal meinen Angriff. Viel Spaß, ich glaube, du wirst sterben. Spoiler! Tod! Das war gut. Sollte auch ein paar Erfahrungspunkte. Oh, 1615. Das ist okay. Horrorblick.
Guter Angriff. Groll. Groll braucht kein Schwein. Also hier jetzt so im normalen Spiel braucht man keinen Groll. Aber Horrorblick kann ganz nützlich sein, falls ich gegen irgendeinen Abra oder so kämpfe und das fangen will. Damit es nicht einfach abhaut. Und zwei solide Level up. Damit kann ich arbeiten. Das war cool. Alles klar, erstmal tanzen. Ja. Ja, okay. Ja, okay, ich helfe euch. Ja, hör auf zu tanzen, Mann. Idiot. Wo sind die Plasma-Hände? Ich glaube aber, es war hier in der Wüste. Bin ich mir jetzt echt wieder so ein bisschen unsicher. Naja, okay. Hallo, hi. Wie geht's euch? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Okay, hi, willst du kämpfen? Nee, willst du nicht? Okay. Ich eigentlich auch nicht wirklich. Egal. Ich benutze jetzt mal keinen Schutz, weil... Mal schauen, was hier sich sonst noch so alles rumtreibt. Hi. Glückwunsch, du bist ein toller Hecht. Okay, dann kämpfen wir mit mir, tollen Hecht, Mann. Ah, ich hätte auch gerne Angel, aber die bekomme ich erst, wenn ich Top 4 besiegt habe. Oh, Cesurio. Das ist auch ein ziemlich cooles Pokémon. Das hätte ich gerne. Du warst Unlichtstahl. Das bedeutet, dein Unlichttyp und dein ziemlich hoher Angriffswert lassen mich mein Pokémon zu Macho Man wechseln. Macho Man macht kurz Prozess mit dir, aber too spooky for me ist ein bisschen too wacky for you. Ja, du machst Zornklinge. Gott, ist das dämlich und erbärmlich und schwach. Karateschlag. Oh Mann, ich hätte diese Viech unglaublich gern. Das ist voll cool. Warum habe ich es nicht? Warum kann ich nicht sowas fangen? Aber egal, ich habe ein Victini. Ich sollte mich mal nicht so beschweren. Wobei ich mir da immer noch unsicher bin, ob ich es jetzt wirklich ins Team nehmen will. Weil es ja auch ein bisschen blöd ist, weil ich es ja so gesehen gecheatet habe eigentlich. Aber mal schauen, wie ich das regle. Könnt ihr mir auch schreiben oder sowas. Überrascht mich. Kramchef. Ach was, Nosferatu. Komm, mach du mal kurz Prozess, du hast doch einen kräftigen Flügelschlag. Habe ich gehört. So besagen es die Gerüchte. Okay, Kramchef, du wirst jetzt weggeflügelschlagt. Boom! Ja, das ist solider Schaden. Das ist gut, der Nosferatu. Ja, das ist einfach ein solides Pokémon, macht Schaden. Damit kann ich arbeiten. Und boom! Das war's dann mit dir, Kramchef. Aber wenn sich Nosferatu jetzt noch weiterentwickeln würde, dann wäre ich ziemlich glücklich. Komm schon, du willst doch auch ein Expert werden. Das sehe ich dir doch an. Okay, jetzt wirst du ein Expert, oder? Jetzt! Yeah! Das war nichts. Okay, gegen dich will ich jetzt eigentlich nicht kämpfen. Ich will wissen, ob sich die Plasma hier oben irgendwo rumtreibt. Da bin ich mir aber echt extrem unsicher. Oh, hi, Bisaknosp. Wie geht's dir? Hätte ich auch gern gefangen, aber Too Spooky for Me ist auch cool. Wie gesagt, ich bereue es nicht. Psywelle. Den knockst du doch aus, oder? Das ist doch vom Typ Gift. Nein. Nicht Gift, Bruder. Okay, mal schauen, ob Psywelle halbwegs Schaden macht. Wenn nicht, dann verziehen wir uns jetzt gleich. Ja, nee. Ich sage, nee. Ich gehe jetzt. Tschüss. Und dann möchte ich gerne noch deine Vergiftung heilen. Nicht Aufwecker, Gegengift. Bezaubernd. Na gut, dann schauen wir mal, ob die Plasma sich hier irgendwo rumtreibt. Hi! Kämpfen wir! Finde ich super. Ja doch, ich glaube, es kann aber richtig sein hier. Ich meine mich da an irgendwas zu erinnern, aber ist jetzt auch alles schon wieder ein bisschen her. Und nicht alle Stellen haben sich mir ins Gedächtnis so eingebrannt. Und das hier ist definitiv eine der Stellen, die sich eher weniger eingebrannt haben. Aber gut, Kiesling, du Fiesling. Psywelle, was denn sonst? Erstauner ist noch schwächer als Psywelle, also ich habe eh keine Wahl. Okay, das war gut. Hey! Das verstehe ich auch nicht ganz. Ich meine, wir sind hier in der Gegend, in der gerade ein Sandsturm herrscht und wieso kann da meine Genauigkeit durch Sandwirbel gesenkt werden? Ich meine, in dem Sandsturm sehe ich doch schon so wenig, viel weniger geht doch da nicht mehr. Könnte man noch meinen. Oh Gott, töte mich nicht. Töte mich nicht!
Fuck. Das war's mit Too Spooky for Me. Ah. Yay. Das war jetzt echt blöd. Oh, komm. Karateschlag. Boom. Ach so, scheiße. Jetzt ist mein Traumvogel schon wieder weg. Ich habe mich gerade an den Gedanken gewöhnt, mit ihm zu kämpfen. Ich habe mir gedacht, ja, das ist cool, daraus kann was werden. Und dann, nö, einfach tot. Ah, Fußkick. Boom. Ja, blöder Kiesling, du. So ein richtiger Fiesling, du Kiesling. Du hast Too Spooky vor mir auf dem Gewissen. Ah, Too Spooky vor mir. Warum? Ja gut, es hätte nur einen stärkeren Angriff gebraucht. Hätte es Schaden gemacht, wäre es wahrscheinlich alles kein Problem gewesen. Es war selber schuld, es hat es herausgefordert. Und Praktibalk. Praktibalk ist ein guter Gegner für Flauschi. Stimmt's, Flauschi? Ja, du bist richtig flauschig. Außer es macht jetzt auch wieder so einen scheiß Felswurf und trifft damit 5-mal. Das ist uncool. Aber ich glaube, mit dir werde ich fertig. Bam! Ja, sieht gut aus. Okay, du bist am Arsch, mein Kleiner. Du bist sowas von am Arsch. Da ändert auch der Sandsturm nichts daran. Und Schnabel. Nom. Yeah! Das war cool. Arbeiter irgendwas. Ich habe den Namen jetzt auf die Schnelle nicht gelesen. Gut, du bist down. Ich will eigentlich lieber Schutz benutzen. Die Random Encounter können mir doch ein bisschen zu gefährlich werden. Ich meine, hat man in diesem kleinen Scheißweg. Ich war zwar kein Random Encounter, aber meine Fresse. Auch die ganz kleinen Monster können manchmal ganz gewaltig reinhauen. Dann kann alles schrecklich, schrecklich schief gehen. Und dann bin ich am Arsch. Das wollen wir ja nach allen Mitteln und Möglichkeiten vermeiden. Ja, gegen dich muss ich kämpfen. Ich hätte hinter dir entlanglaufen können. Interessant. Ich bin Arbeiter und bepackt mit irgendwas. Hi. Ich nicht. Bin MOP männlich. Und ich strotze nur so vor Kraft. Joa, du hast einen Praktibalk. Joa. Möchte ich es jetzt wirklich... Nee, ich möchte es nicht riskieren. Mit diesem Viecher zu kämpfen. Flauschi. Ja, Flauschi besiegt das. Denn Kampf ist sehr effektiv auf meinen Spießer. Und das kann dann wieder alles ganz unschön ausgehen. Und Spießer will ich wirklich nicht verlieren. Okay, Geduld. Nur Geduld. Dann werde ich dich jetzt mal eher nicht angreifen. Oder nicht so... Ja, nicht so direkt, sondern mehr so passiv angreifen. Genau so. Und dann töte ich dich. Mit meinem Schnabel. Er bohrt sich in am Fleisch und reißt ein bisschen köstliche innere Organe raus. Ein klassischer Flauschi, es ist einfach so flauschig. Und bam. Sieht gut aus. Au. Ja, geschieht dir recht, Arschloch. Boom. Ich glaube, hier sind die Trainer wieder nicht mehr randomisiert, kann das sein? Fällt mir gerade so auf. Es ist irgendwie komisch, die Randomizer. Irgendwie sind nicht alle randomisiert, das verwirrt mich. Toll. Folterknecht. Okay, das war so überhaupt nicht meine Absicht. Ah, okay. Nee, wo versteckt sich dann die Plasma? Den Pokéball möchte ich noch mitnehmen. Und den nächsten Schutz möchte ich auch noch einsetzen. Schutz! Okay. Und jetzt Heil Pokéball. Hypertrank! Super. Ist auch gar nicht overpowered für den momentanen Stand des Spiels. Also 200 KP Heilung ist wirklich sinnvoll. Macht Sinn. Werde ich bestimmt verwenden. Okay, da kann ich glaube ich irgendwas mit dem Detektor finden. Das ist mir aber gerade relativ egal. Was ist denn da drin? Hi. Was hast denn du? Müde? Ruh dich kurz aus. Okay. Moment mal. Du Spooky, vor mir gewöhn dich nicht so daran, davon zu sein. Du bist jetzt nämlich tot. Du kämpfst nicht mehr. Ein Geist, der gestorben ist. Denkt mal drüber nach. Oh Gott, Sharon, du Trottel. Sharon, lässt mich nicht durch, oder? Doch. Ha! Du lässt mich nicht durch. Okay. Okay. Was hat Sharon noch zu sagen? Vom Typ Boden, bla bla. Ja, okay, du musst uns ja nicht helfen. Wurden Pokémon geklaut, aber gut. Mach dir Gedanken darüber, welche Pokémon du trainierst. Ist jetzt genau die richtige Diskussion.
Okay, Leute, ich würde sagen, ich marschiere jetzt mal zum Pokémon Center, befördere Too Spooky von mir auf den Friedhof und dann werde ich kurz mich auch in der Komplettlösung schlau machen, wo sich die Plasma aufhält. Ist ja dumm, wenn ich hier alles absuche. Aber ja, das war nicht so cool. War ganz uncool. Wieso hat er einfach Too Spooky von mir getötet? Das macht man nicht. Meine Fresse, ich muss schon sagen, wenn man hier in der Stadt nicht weiß, wo es lang geht, da, ja, da entstehen so einige Filler-Parts, die total unspektakulär sind. Oh Gott, nur gut, dass ich den Victini-Part dazwischen hatte. Der hat das Ganze wieder ein bisschen gerettet. So ein ganz kleines bisschen. Too Spooky for me. Du bist too dead for me. Okay, Leute, dann würde ich aber sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dann hoffentlich treten wir Tiplasma in den Arsch und treten in die Arena ein. Bis zum nächsten Part und tschüss.